Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren, was es geht. Heute ein seltsamer erster Eindruck, und zwar Diablo 4. Ich habe die Beta, die offene Beta quasi, genutzt, um das Spiel so ein bisschen zu zocken. Ich selber, und gleich vorab, das ist mir ganz, ganz wichtig, habe das Spiel jetzt ein paar Stunden gespielt. Ich bin kein Diablo-Main. Ich habe Teil 2 gespielt, ich habe Teil 1 tatsächlich noch auf einer CD gesehen. Ich bin fein im Arsch, by the way. Und ich präsentiere euch heute, wie ich mich bei diesem Spiel bisher so fühle. Ne? Wir zeigen, oder ich möchte heute ein bisschen mehr Gameplay zeigen. Ne? Das ist mir so wichtig. Vielleicht schaffen wir auch quasi einen Boss. Das wäre, denke ich, ganz cute. Und ich werde jetzt auch ein bisschen Dialoge skippen, überlege ich fast schon. Was mir aufgefallen ist, in dem Spiel kann man nicht so richtig laden. Also ich war ganz woanders. Ich muss das jetzt anscheinend hier wieder durchlaufen. Das hat ein bisschen seltsame Speicherfrequenzen. Warum spiele ich das? Also erstens habe ich viele Leute gefragt. Zweitens, man kann es einfach so testen. Der Test geht, glaube ich, nur noch heute oder morgen noch ein bisschen. Und ich selber bin natürlich ein unerfahrener Spieler. Na, das hat natürlich ein paar Vorteile. Ne? Ein Vorteil ist unter anderem, dass ich einfach... Wo laufe ich wieder hin? So, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, euch Sachen zu präsentieren aus einem völlig neuen Blickwinkel. Ne? Es ist halt Teil 4. Das heißt, viele Leute erhoffen sich natürlich, dass es besser ist als 3 oder keine Ahnung was. Also man kann halt sehr viele erfahrene Leute fragen. Und das ist auch cool, das zu tun. Aber ich kann euch quasi einen Eindruck geben, der so ein bisschen frisch ist. Würde ich fast schon sagen. Ich habe mich hier für die Ranger-Klasse entschieden, für den Rogue oder sowas. Also ich habe Dagger, wenn ich will. Oder einen Bogen, beziehungsweise jetzt eine Armbrust, weil es ganz einfach besser ist. Ich persönlich war erstmal absolut begeistert, wie die Cutscenes hier aufgebaut sind. Also Blizzard delivert natürlich auch von den alten Tagen her nach wie vor die epischsten Cinematics. Ne? Darin waren sie schon immer absolut gut. Ne? Und deswegen... kann ich da natürlich schon aus Warcraft-Zeiten und so weiter sehr viel Positives berichten. Also da funktioniert das cool. Ich finde auch, dass die Geschichte hier bisher für mich persönlich ganz gut erzählt wird. Das sind nicht die ewig langen Dialoge. Klar sind ein paar Cutscenes dabei, wo man schon sagen könnte, jo, das ist ein bisschen zu viel. Ne? Aber ich finde es bisher aktuell noch absolut handelbar, um ehrlich zu sein. Und das könnte viel, viel schlimmer sein. Na, deswegen funktioniert das für mich ja aktuell sehr, 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 sehr gut. Und ja, ich freue mich auf das Spiel. So, ich habe das wie gesagt, jetzt 2 Stunden gezockt. Story, wie gesagt, fand ich ganz cool. Optisch ist es eine absolute 10 von 10. Es ist noch ein Test-Server, weshalb hier natürlich auch viel Wildes passiert. Ne, also es sind auf jeden Fall noch einige buggy Sachen, würde ich mal sagen, im Umlauf. Aber jetzt so rein optisch ist es, finde ich persönlich, absolut delicious. Ich weiß, dass im Internet sehr, sehr viel darüber diskutiert wird, wie das Game aussieht oder wie es auszusehen hat und was so Balancing-Sachen sind. Wie gesagt, Optik finde ich fein, ne? Und Balancing kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann einiges sagen. So, ich habe jetzt, wie gesagt, viel den Ranger gespielt, fühle mich ja auch sehr, sehr wohl. Habe aber bisher gehört, dass der Druid ein absolutes Meme ist und Necromancer ist quasi für Menschen, die keine Hände, keine Beine und kein Gehirn haben. Also Necromancer ist wo Turbo. Also es ist wirklich der Easy-Mode. Das ist der Story-Mode mehr oder weniger. Also du musst da halt legit gar nichts machen. Während ich hier quasi einen normalen Pfeil abfeuern kann oder halt so eine Salve, die dann natürlich entsprechend Energie kostet. Na, es gibt ja quasi für mich persönlich mit dem Charakter keinen richtigen Mana-Haushalt. Diese Energie füllt sich halt regelmäßig auf und coole Spells kosten halt entsprechend Energie. Ansonsten habe ich hier, ich kann jetzt theoretisch 4 Fähigkeiten haben. Wenn ich Bock habe, kann die hier dann entsprechend zuordnen und habe dann auch eine... Ja, ich habe sehr viele legendäre Gegenstände bisher bekommen. Das wird wahrscheinlich auch im normalen Release nicht so sein. Bin ich mir sehr sicher, dass ich hier nicht so krasse Items kriege. Also die Droprate soll wohl gerade in der Beta sehr, sehr hoch sein. Aber es ist auch sehr, sehr kurz, muss man sagen. Genau, das wahre Potenzial habe ich noch nicht so richtig entfaltet, kann ich aber vielleicht machen. Und das hier ist quasi der Skill Tree. Man kann den einzelnen entlang wandern, man kann hier so Punkte verteilen. Man kann sogar 6 von 5 Punkten haben, weil es auch Items gibt, die zum Beispiel eine Sache
dir geben oder verbessern. Also die verbessern halt eine Basisfähigkeit zum Beispiel. Ne? Also das fand ich sehr, sehr nice, dass da wilde Kombos möglich sind, weil auch Gegenstände dafür sorgen, dass du Skills verbessert. Und das war für mich auf jeden Fall etwas Neues. Fand ich sehr, sehr nice. Man kann das hier natürlich auch ein bisschen größer und schöner machen. Ne, also optisch ist das hier auf jeden Fall kein Ding. Wie stark das ist, habe ich jetzt natürlich, also da bin ich jetzt natürlich überfragt. Ne? Aber für mich persönlich fühlt sich sehr gut an. Man kann jetzt schon ein bisschen mit der Ausrüstung knobeln, will ich es mal sagen. Ne? Und auch vom Design her, was die Quests angeht, was die Map angeht. Na, man kann ja so auf der Weltkarte, man kann sich hier an solchen festen Orten teleportieren. Man kriegt hier die Sekundärquests, kriegt man sehr, sehr gut, meiner Ansicht nach, mitgeteilt. Hier steht dann noch alles da, was man so tun kann. Und bisher, wie gesagt, im Test lässt sich der erste Akt, nicht Kapitel, spielen. Und es ist auch super smooth und ich denke auch, dass bisher Leute belohnt werden, die halt Teil 2 und 3 gespielt haben. Gerade Teil 3 hat sehr viele Referenzen. Wurde mir gesagt, ne, kann natürlich damit nichts anfangen. Aber ich persönlich hatte bisher sehr, sehr große Freude. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann Release-mäßig wird. Wie gesagt, Balancing ist so eine Sache. Ich denke, man kann jetzt hier noch sehr viele Klassen anpassen. Man kann es aber auch so lassen. Also ich persönlich bin ein, ich skippe das jetzt mal, weil ich das tatsächlich alles schon gesehen habe und ihr könnt euch von der Story dann selber überzeugen. Na, ich möchte heute so ein bisschen mehr Fokus auf das Gameplay legen. Da das natürlich eigentlich nicht so mein Spiel direkt ist. Also es gibt manchmal so Story-Games, die ich so am Laptop quasi zocken will. Ich bin mir aber auch der Tatsache bewusst, dass dieses Spiel natürlich eigentlich eher in das Genre gehört, wo man grindet, wo man sehr hoch leveln will, um dann noch schneller zu leveln, beziehungsweise noch mehr Schaden zu machen. Da wäre ich wahrscheinlich nicht so direkt der Typ, auch wenn ich natürlich weiß, dass das für viele die absolute Kernessenz ist, quasi so das Spiel zu spielen und entsprechend auch zu genießen. Und ich finde, jeder sollte das so genießen, wie er Bock hat. Und ich persönlich habe bisher enorm viel Spaß dran, hier so ein paar Kombos auszuprobieren. Na, bisher habe ich halt den normalen Linksklick. So ein kraftvoller Schuss, dann rechtsklick, ne, diesen Mehrfachschuss, der entsprechende Energie kostet. Kann ich hier so disengagen und Leute verlangsamen. Ich kann hier übelst krass nach vorne dashen. Und da habe ich jetzt so einen Gegenstand, der den Dash verbessert, der noch so eine zweite Klingensalbe, würde ich mal sagen, nachzieht. Das ist bisher so meine Kombo, die Spiele, also wirklich nichts Weltbewegendes. Was aber schön ist, dass natürlich dann einem Freiheit gegeben werden, wie man spielt. Und das wahrscheinlich dann aber eher das Ziel ist, okay, wie schaffe ich da einfach einen Run so schnell, dass alles gewonshottet wird. Na, so ein bisschen Path of Exile-mäßig, so wird mir das Spiel zumindest berichtet oder das ist das, was ich beobachte. Und darin kann natürlich sehr, sehr viel Freude liegen. Ich persönlich bin aber kompletter Neuling. Ich finde es schön, wenn die Story angenehm, geschmeidig verpackt wird, dass ich persönlich Spaß dran habe, da auch wirklich zuzuhören, mich da mehr oder weniger auch fesseln zu lassen. No. Und einfach nur die Geschichte an sich genieße. Oder halt das Gameplay. Bezogen auf die Schwierigkeit, ich spiele hier auf Veteran. Da kriegt man so ein bisschen mehr XP auch und ein bisschen Loot und so. Also das haben die schon meiner Ansicht nach ganz, ganz angenehm gemacht. Ich gehe mal ganz kurz da hinten hin. Ich habe natürlich trotzdem das epische Bedürfnis, hier alles zu sehen und zu erleben. Deswegen mache ich das ganz einfach. Genau, also wie gesagt, diesen grindy Super-Aspekt, mit dem kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden, glaube ich. Das ist halt so ein Erfahrungsding. Aber so als Kaffee-Game, so zum Chillen, das ist not bad. Bis auf die wenigen Momente, bisher zumindest, die tatsächlich fordernd sind. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, das Fordern so entsteht, dass man sich eine Klasse auch raussucht. Und ich glaube, ich habe so einen Mittelweg, die einem natürlich das Spiel auch schwerer macht, muss man sagen. Also hier geht es ganz... Oh shit, ich bewege mich gerade extrem dumm. Hier muss man auch ganz klar erwähnen, dass es natürlich als Melee sich schon doch ganz anders spielt, als jetzt jemand, der halt aus Ranged Distanzen super viel Schaden rausdrücken kann. Also das sind auch so Dinge, die man so ein bisschen natürlich noch bedenken muss. Also der Schwierigkeitsgrad bisher, habe ich das Gefühl, wird daran gemessen, wie, also was für eine Klasse man wählt und was für ein Playstyle man hat. Na, also Ranged-Schüsse, ich sag's wie es ist schon sehr, sehr angenehm, und die einfach aus 100 Kilometern fertig zu machen.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass bisher da der Schaden fehlt. Aber ich durfte mit Holler spielen und sie hat halt den Necromancer gespielt. Und es war also es war schon ein Meme bezogen aufs Zuschauen. Vom Movement her muss ich aber sagen, gefällt mir das sehr gut. Die Befehle werden auch anscheinend gebuffert. Also man kann jetzt nicht einen abbrechen. Na, wenn ich jetzt quasi 1, 2, 3 drücke, na, dann wird der eine überschrieben. Aber während er das Gift macht, weiß der, okay, ich mache jetzt hier das Q als nächstes. Also das ist eigentlich smooth, aber man sollte schon genau wissen, wie man was kombiniert, wenn man schon manchmal Animation stuck ist. Was ich okay finde, by the way. Also gerade Rechtsklick ist hier, also wenn ich jetzt Rechtsklick und 2 drücke, na, seht ihr, wird das halt nacheinander gemacht, aber mit einem epischen Delay, weil er natürlich erstmal diese Standard-Attack, diesen Mehrfachschuss natürlich erstmal durchboxen will. Ich wollte ihn ja auch, na, bin ja auch ein bisschen selber schuld. Genau, bezogen aufs Looten habe ich ja quasi schon erwähnt, das ist meine Vermutung, dass man jetzt nicht so geilen Scheiß findet. Kann diese Dinge auch so ein Stück weit verbessern mit Materialien, also einfach nur das so eine Abstufung von denen erhöhen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also das Schmieden war schon so ein bisschen belohnt. Aber wie gesagt, das Ganze jetzt auch nur aus der absoluten Turbo-Noob-Sicht betrachtet. Ja, was hat mir bisher nicht gefallen? Also die Performances sind natürlich absolut wild. Na, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Spiel immer smooth gelaufen ist. Es ist jetzt natürlich noch ein Testserver. Ja, also ich nehme das jetzt natürlich auch nicht zu ernst, was hier gerade passiert. So, I need more time. Was habe ich jetzt getroffen? Ich sehe das jetzt natürlich nicht zu ernst. Also einige Sprünge waren noch buggy und haben einfach nicht funktioniert. Und bezogen auf die Bosse hatte ich halt bisher sehr leichte Begegnungen. Bis auf eine. Es gab irgendwie so einen Schlechter oder sowas, der auch random kommt. Also es gibt jetzt auch so random Ereignisse auf der Karte. Das ist dann immer so ein bisschen gelblich eingekreist. Also das ist so questig und da gibt es sowas Gelbliches. Muss man so eine Karawane oder sowas verteidigen. Mit guten Belohnungen, muss ich sagen. Also da sind schon einige gute, wertvolle Kisten dabei gewesen. Ja, und da gab es einen Schlechter, der hat auch so einen Hook gehabt. Also der hat fast keinen Schaden gefressen, hatte ich das Gefühl. War die ganze Zeit an mir dran. Also wirklich die gesamte Zeit. Es war super Turbo-Troll, was da eigentlich passiert ist. Ja, und hat mir dann natürlich, oha, guck mal, Legendary Keck W. Das habe ich natürlich immer als Meme verwendet. Die Leute im Chat haben es nicht immer begriffen. Aber das sind keine legendären Schuhe, by the way. So, Entrinnengeschwindigkeit. Guck mal, maximale Anzahl, Entrinnenverlet, kurze Zeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist ja geil. Na, also ihr seht schon, das sind ein paar sehr, sehr interessante Dinge dabei. Guck mal, plus 1 Rang für Krähenfüße. Also selbst meine Fähigkeiten werden tatsächlich dann verbessert. Was ich einfach übel geil finde, ne? So, jetzt haben wir uns quasi nur noch einmal das Entrinnen, diesen Dash. Aber sonst natürlich eine bessere Waffe. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass halt solche Kombos dann quasi möglich sind, dass Gegenstände dafür helfen, dass du quasi dein Bild, das du dir wählst, wahrscheinlich dann noch krasser machen kannst, weil du das auf eine höhere Stufe bringst, illegalerweise. Na, das ist natürlich, fantastisch. So, das skippe ich jetzt ebenfalls so ein bisschen. Oha, jetzt haben wir hier so einen kleinen Zwischengegner. Na, wir können den Gegner so verwundbar machen mit einigen Treffern. Ja, das ist so ein bisschen random. Und dann machen wir die kaputt. So, das war jetzt natürlich sehr, sehr leicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen overlevelt bin für die Stelle hier. Grund dafür ist, dass ich, wie gesagt, im Duo gespielt habe. Und man die Story dann anscheinend nur von dem weiterspielt, der einen einlädt. Also Holler hat gemeint, beides geht weiter, aber das mache ich gerade jetzt ein zweites Mal. Wenn man noch das Laden bedenkt, weil ich einmal rausgehen musste, dann ein drittes Mal. Also es wird nicht safe bei dem nächsten Dungeon gespeichert. Ich glaube, es gibt hier so kleine Zwischenspeicherorte. Oh, da ist er. So. Oh, nee, das ist er nicht. Wir haben gerade ge-one-shot. Ich habe auch irgendeine Fähigkeit, irgendein Item habe ich auch, was theoretisch mit einem ganz geringen Prozentsatz jemanden one-shotten kann. Aber dann wäre jetzt, glaube ich, mehr gedroppt worden. Aber er sieht dem sehr ähnlich. Also so sah der Gegner aus.
Und ich bin jetzt hier so ein bisschen overlevelt für die Stelle. Aber das ist ja hier gar nicht so schlimm, habe ich mir gesagt. Nee, das ist ein anderer. Das sieht nur so aus. Nee, das ist tatsächlich ein anderer hier. Das ist am low in energy. Ja, ich muss jetzt wieder den normalen Move benutzen. Genau, diese Bubble, die ich jetzt hier erzeugt habe, die ist mehr oder weniger ein Item. Ja, also das ist jetzt etwas, was quasi jede 90 Sekunden sowas floppen kann, wenn ich zu viel Leben verliere oder irgendetwas. Also es gibt hier tatsächlich super krasse Item-Kombos und ich bin ja an solche, an einige Gegenstände und deren Interaktion von anderen Spielen natürlich gewohnt und das fand ich halt cool. So, also sie sind jetzt quasi nicht nur, vielleicht war das auch vorher so, es kann natürlich sein, dass ich jetzt übelste Scheiße erzähle und ihr sagt, Maxim, das ist das Normalste, was es gibt. Wow, bei Dark Souls, wenn man stirbt, kann man die Seelen wieder einsammeln, ne? Kann natürlich sein, dass es jetzt genau so eine Info ist. Aber das ist für mich ist es neu. Na, für mich ist es tatsächlich neu. Und das fand ich aber cool. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Es kann aber sein, dass ich jetzt für dieses Dungeon so ein bisschen overlevelt bin. Weil ich, wie gesagt, in diesem Duo-Modus unterwegs war. Und der sich auch, ehrlich gesagt, super gut angefühlt hat. So. Oh, der hier wirkt ein bisschen unangenehm. Piu, piu, piu. Nein, die Gegner verwundbar machen hilft auf jeden Fall. Okay, wir drücken nochmal C. Ich sammle nochmal meine Items an, aber eigentlich ist alles so ziemlich golden. Das könnte ich tauschen. Na, das macht die zum einen Rang für Kältefusion. Ich weiß gar nicht, was Kältefusion ist. Na, aber wir können auch den nehmen. Halt mal nochmal Stärke statt Intelligenz. Ein bisschen Giftwiderstand. Genau, jetzt habe ich quasi die Kältefusion verloren. Ne? Das ist, also ist, wie gesagt, sehr cool gemacht. Ich finde das irgendwie nice. Na, wenn ihr es vorher natürlich schon kanntet, aus Diablo 3 meinetwegen, na, dann entschuldige ich mich natürlich. Dann tut mir das leid. Ich habe manchmal das Gefühl, lieber weiter rauszoomen zu wollen, zu dürfen. Aber ist auch jetzt nicht super schlimm, dass es das quasi nicht funktioniert. Oh, also ist kein Beinbruch. Genau, was gibt's denn doch zu sagen? Also wie gesagt, wir schauen jetzt mal, dass wir uns diesen, dass wir hier den Boss angucken. No, gucken uns dann entsprechend den Loot an. Und bisher kann ich mich mit dem Game auf jeden Fall so ein bisschen streammäßig anfreunden, weil es sehr chillig ist. Also man kann halt mit anderen zusammenspielen. No, und auch das Leveln ist dann natürlich entsprechend ganz cool. Das hier verstehe ich immer noch nicht. Da muss ich irgendwie... Da muss ich hier irgendwas... Da muss ich hier quasi diese pure Macht da erstmal freischalten. Ich glaube, das ist auf der Karte zu sehen, ne? Das ist auf der Karte zu sehen, wo ich da hin muss? Ja, sowas ist das, glaube ich, hier, ne? Aufwertung, Heiltrank, genau. Extrahierung und Einprägen. Ja, genau, das ist halt so ein Quatsch. Das steht auch da, was das für eine... wahres Potenzial, ja. Also, das ist natürlich sehr viel Ignoranz jetzt bei mir, ne? Aber das hätte man zum Beispiel... machen können, um es sich dann auch leichter zu haben. Also 5 oder 4 Heiltränke ist für mich jetzt ähnlich wie bei Dark Souls schon eine big Difference tatsächlich. Ja, und kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. So, jetzt seht ihr natürlich schon, dass irgendwann tatsächlich sehr viele Gegner kommen. Was auch absolut legit ist. Ja, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen eine Schwierigkeit auch haben. Deswegen können wir das hier machen. Es wird wahrscheinlich noch super viele Combo-Spells in irgendeiner Form geben. Also natürlich kursieren da die wildesten Videos, wo Leute irgendwelche Superstürme machen und alles wird geone-shottet und keine Ahnung was. Also diese Shenanigans da, dessen bin ich mir bewusst, dass es das gibt, aber ich habe halt legit keine Ahnung. So, wir können auch einen Skill verteilen. Wir sehen jetzt hier noch nicht unten. Ich habe jetzt hier noch nicht weiter das Gift gemacht. Hier kann man schon sehen, wie viele Fallen man gleichzeitig haben kann. Dann gibt es natürlich noch weitere Fähigkeiten mit der Smoke Bomb und so weiter. Ja, oder man kann sich kurz unsichtbar machen und kriegt dann halt irgendeinen Bonus. Also wir sind bisher sehr bogenmäßig unterwegs, deswegen packe ich hier erstmal einfach nur einen stumpfen Punkt in den Damage und setze hier noch gar nicht so doll auf irgendwelche Fähigkeiten. Ups, ja, hab ich die falsche Taste gedrückt. Ups. Excuse me. Achso, ja. Ja, ich bin einfach nur dumm. So. Hingerichtet. Ah, den habe ich executed.
Manchmal, ich habe auch, glaube ich, oben so einen ganz geringen Prozentsatz, dass ich halt Leute extrem fertig mache. Und ja, das kann ich dann natürlich früher oder später auch noch ganz gut benutzen. So, bam, davon nochmal zwei. Ja, und für mich persönlich, also wie gesagt, sehr gutes Laptop-Game, so, das ist halt zum Chillen da. Es gibt halt so ein paar Herausforderungsmechanics, aber selbst die kannst du dann ja meinetwegen, glaube ich, durch hohes Level und so weiter countern. Level 25 ist, glaube ich, hier bei der Beta das Maximum zurzeit. Also mehr ist einfach nicht drinne. So, den habe ich umgehauen, weil ich einfach krass bin. So, der da sieht ein bisschen so aus, ne? Der Hook erinnert mich auf jeden Fall daran, aber das ist nicht der Schlechter. Ne? Der Schlechter war fast unsterblich. Also das war nur so ein Vorboss eigentlich, laut Riot. Ja, aber vom Schmerz her war es auf jeden Fall Endgegner. Genau, man kann auch Shift drücken. Wenn man Shift drückt, bleibt man quasi stehen und schießt. Na, das kann man auch machen, dass man quasi einfach so Barrage-mäßig in einen Raum reinhält. Ich sehe natürlich schon, dass ich den Multishot sehr, sehr gerne nutze, weil, wie gesagt, zwischendurch die übelsten Horden kommen. Ich habe mit den Daggern so ein bisschen gestartet, aber dann bemerkt, holy shit. Na, du kannst natürlich die anderen Fähigkeiten, also Waffenwechsel funktioniert ja so, dass du quasi die anderen Fähigkeiten benutzt. Für mich ist es trotzdem gut, Dagger zu haben, weil die natürlich bei so einer Dash-Attacke zum Beispiel, zumindest glaube ich, dass es so ist, dass man da diesen Schadenstyp dann quasi verwertet. Aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht erzähle ich jetzt quasi Quatsch, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass natürlich meine Melee-Fähigkeiten, die ich mache, auch darauf fußen, dass ich gute Melee-Waffen trage. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt habe ich hier so ein Dämonenherz eingesammelt. Die Dungeons sind bisher auch, muss ich sagen, optisch natürlich sehr, sehr schön, aber ich kann natürlich auch mir auch gut vorstellen, dass halt sehr, sehr früh der Moment kommt, wo man halt überhaupt nicht mehr guckt, wie es optisch aussieht, sondern man ist dann nur noch am Rumgeklicke, um One-Shotte. No, und versucht die Leute dazu zu stören. Bezogen aufs Gold, also es gibt natürlich mal manchmal random Shop-Moments, aber für einen Shop ist es jetzt eigentlich nicht so bekannt. Schmieden ist halt so ein Ding. Also man kann halt die Waffe, wie ich bereits erwähnt habe, so ein bisschen verbessern. So ein paar wie Punkte, würde ich mal sagen, reinstecken, wo sich die Stats dann auch verbessern. Na, wenn zum Beispiel du hast so einen Wert plus 4 auf alle Fähigkeiten oder auf alle Werte und dann wird da plus 5 zum Beispiel draus. Und das ist teuer. Also das ist turbo teuer. Na, ich habe jetzt zum Beispiel sehr wenig Gold, weil ich habe mir dann quasi... Ich konnte dann im Multiplayer witzigerweise Holla fragen, ob sie mir einfach Kohle gibt. Und das hat sie dann noch getan und dann konnte ich mir teure Sachen schmieden. Und dann habe ich es verkauft, beziehungsweise dann was Neues gefunden. Das ist natürlich auch etwas, das mit dem Grind ja offensichtlich zu tun hat. Das bedeutet, ich kann jetzt natürlich nicht abschätzen, so wie man am besten vorgeht, so ob man wieder Edelsteine in den Jahr aufbewahrt, na, oder also erst sonst wann tatsächlich verwendet, weil man ja eigentlich erst noch scalen will und erst ab Level 25 macht es Sinn zu schmieden, zu tüdeln, zu machen. Also das sind alles Dinge, die ich natürlich jetzt nicht mitteilen kann. Na? Das ist jetzt halt leider ein Problem. Schlimmes Problem oder so. So, ihr seht es natürlich, so Verteidigungsmissionen haben es ebenfalls absolut in sich. So. Und es sind halt übel viele. Hier ist wahrscheinlich so ein Melee-Build besser. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Dass man natürlich vielleicht mehr Flächenschaden machen kann. Aber ich habe auch noch nicht alles rausgekriegt. Gerade für den Anfang ist man aber sehr fair. Und zwar Reskillen kostet auch Geld. Aber nicht unter Level 15 oder sowas. Wir sind jetzt Level 17. Genau, hier sehen wir schon, dass es natürlich ein paar Bonuseffekte dann auch gibt, wenn man alles einmal freischaltet, glaube ich. Das ist ein Flink und Zizio, ich lachte. Ja, genau, also es gibt da so ein paar wilde Kombos. Aber hier steht zum Beispiel Rückerstattung. Das Punkt ist 24 Gold. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, aber ein paar Sachen lassen sich dann natürlich wieder zurückstellen. Also ja, ich will nicht sagen, man kann sich nicht verskillen, ne, aber es ist
wesentlich untragischer, wenn es mal zu einem Fail kommt, was ich persönlich sehr gut finde. Ne? Ich weiß dann natürlich, dass dann hier die Mathematiker und die Min-Maxer und die absoluten Turbo-Menschen hier das, also extrem viel Backseat-Game können. Ihr seht ja schon, dass das alles erkundet ist, ne? Extrem viel Backseat-Game können und natürlich gibt es halt verschiedene Builds und verschiedene Vorgehensweisen. Aber wir gucken mal. So, hier kann man sich einmal hochheilen. Und jetzt haben wir, glaube ich, so einen Boss-Moment vor uns. Den Boss habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Na, ich skippe das jetzt auch, okay? Ich skippe das, damit ihr... Ihr könnt es halt selber so ein bisschen erleben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr euch da quasi spoilert oder halt nicht spoilert. So. Zu zweit das Bekämpfen ist tatsächlich sehr geil gewesen, muss ich sagen. Also das hat super viel Spaß gemacht. Ups. Falsche Taste gedrückt. Das ist natürlich nicht so geil. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein... Also, ob ich jetzt einfach verliere, ne? Das kann natürlich auch sein. Dass ich jetzt hier komplett verkacke. So, ba-bang, ba-bang. So, das ist natürlich möglich. Weil man muss hier schon so ein bisschen auch gucken, was man macht. Das ist nicht komplett, komplett super lost. Muss auch theoretisch sehr, sehr viel ausweichen. Need more energy. So, man wird dann natürlich bewegungsmäßig dramatisch eingeschränkt. Das muss man halt auch so ein ganz kleines bisschen bedenken. So, und dann muss man natürlich gucken, dass man hier den Bums auch dodged. Ich weiß natürlich noch nicht, ob ich hier Iframes habe. Oder wenn ja, wie viele Iframes. So, aua. Das ist rude. So. Okay, also der sieht auf jeden Fall angry aus. Ja. Man sieht natürlich schon, dass trotzdem einige Gegner da sind, die auf jeden Fall sehr unfreundlich sind. So, jetzt habe ich jetzt zwei Tränke aus Versehen reingeballert. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier zwei Tränke reingeballert. Aber das passiert dem Besten. Die Gegner droppen zum Glück auch ein paar Sachen. So, zack. Oh, das war übel dumm. So, ihr seht es natürlich schon, dass 1000 Wirbelzwirbler hier sind. Der NPC da, also die junge Dame, die da mit mir redet, die ist natürlich so semi-nützlich. So, need more time. Ja, ich spamme hier ein bisschen viel. Ich habe tatsächlich eine sehr nützliche Fähigkeit, was mein Healing angeht. Ich krieg sehr oft Flasks, wenn ich Gegner töte. Deswegen passt das. So, I'm sorry. Klicken das jetzt auch mal weg. Und schon haben wir 14.000 Erfahrungen bekommen. Und sind jetzt quasi mit dieser Mission oder mit einer der Hauptmissionen quasi durch. Na, wir können jetzt hier mit der oberen noch Sachen machen. Beziehungsweise hier geht es dann quasi auch noch weiter. Ich mache mal ganz kurz den hier. Und wir reisen jetzt quasi raus aus dem Laden. Wir besuchen natürlich diesen Ort dann immer wieder. Das ist selbstverständlich auch ein Klassiker, ne? dass man natürlich auch dann einige Bereiche und Dungeons immer wieder neu nutzt. Und selbstverständlich macht es auch Sinn, mehrere Charaktere dann für sich zu leveln und zu funktionieren. So. Bei dem habe ich auf jeden Fall Bock, so, da habe ich das Gefühl, das macht auf jeden Fall gut Laune, in dem engen Bereich überhaupt nicht. Also es ist richtig Anti-Fun, wenn die Treppe und alles Mögliche da sehr hart eingeschränkt wird. Und ich glaube, mein Bild hat jetzt quasi funktioniert, weil es viele einzelne Gegner waren und ich dann wirklich viele Potions auch kriege. Durch diesen einen Effekt, den ich da habe. Und ja, also für mich bisher solides Kaffee-Game. Also sehr, sehr, sehr chillig.
Und ihr müsst dann natürlich selber dann die Entscheidung treffen, wie cool ihr das dann findet. So, als jetzt reiner Rohr, Maxi Markov hat gar keine Ahnung, Sicht, fühle ich mich sehr gut behandelt. So, ich fühle mich auch sehr gut begleitet, weil ich ja von nichts irgendeine Ahnung habe. So, ich glaube, ich muss jetzt hier zu dieser Alchemistin, ne? Da kann ich mich wahrscheinlich verbessern. So. So, guck mal, Alchemistin. Ja, genau, da kann man den Trank aufwerten. So, was haben wir denn hier? Okay. Benötigt Stufe 20. Genau, Elixier herstellen. Das sind quasi nochmal extra Tränke, nehme ich mal an. Und das hier. Ja, das ist auch irgendwas Schönes. Okay, genau. Also hier kann man dann natürlich entsprechend noch an sich mehr oder weniger arbeiten. Und hier die Welt auch für sich erkunden. Man findet dann hier so Ausrufezeichen mit so kleinen Nebenquests. Und ab und zu auf dem Weg gibt es noch Sachen. Also man kann hier schon Witcher-artig schon die Karte halt gut abarbeiten. Und glaube ich auch genießen. Ich glaube, das ist was Sinnvolles. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es, wie gesagt, sehr chillig. Ist noch die Open Beta, ist noch sehr viel zu testen. Lasst mir gerne auf jeden Fall noch einen Kommentar da, wie euer Eindruck bisher ist. Ich denke, zum Chillen ist es für mich ganz nice. Ja. Haut rein, tschüss.